Sehr viele Daten lassen sich ja relativ einfach in einem Smart Home loggen. Das heißt Temperatur, Stromverbrauch, Wetterdaten. All dies ist relativ einfach irgendwie, weil man durch Sensoren einfach an diese Daten kommt. Aber wie sieht es eigentlich mit der Heizungsanlage aus? Genau das schauen wir uns heute in dem Video an und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, an die Daten von der Heizungsanlage zu kommen. Du könntest zum Beispiel einen externen Sensor nehmen und den einfach an die Vorlauf- und in den Rücklauf von der Heizung halt anbringen, um so halt die Daten einfach zu messen. Eleganter ist es aber doch, wenn man diese Daten direkt von der Heizungsanlage irgendwie halt rausbekommt, diese auslesen kann, um diese dann halt mitzuloggen im IO-Broker oder ähnlichem. Die bei uns eingesetzte Heizung ist von der Firma Weiland. Und Weiland nutzt, wie andere Hersteller auch, einen E-Bus. Der E-Bus ist bei uns dafür da, dass man zum Beispiel nochmal ein externes Bedienteil mit anbringen kann, was man dann halt im Haus irgendwo installieren kann. Aber wir können halt diesen E-Bus auch nutzen, um halt darauf ein eigenes Gerät noch mit anbringen zu können. Und dieses Gerät nutzen wir einfach dafür, diesen Bus mitzulesen. Das heißt, er hat nur eine lesende Funktion in diesem Beispiel jetzt, womit wir dann diese Daten auslesen können aus der Heizungsanlage, um diese dann mitloggen zu können. Hier in dem Video möchte ich einen E-Bus-Koppler von der Firma Esara nutzen. Der hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, dazu aber viel, viel mehr am Ende von diesem Video. Wir nutzen diesen E-Bus-Koppler und der wird halt direkt hier an der Heizung mit angeschlossen und dieser, der ist dann verbunden mit einem Raspberry Pi, den braucht man natürlich auch noch hier für den Hardware-Aufbau. Der Raspberry Pi ist einfach dafür da, dass dieser alle Daten mitloggt und diese dann irgendwie dem IO-Broker halt bereitstellt als JSON-Objekt. Und genau dafür ist er halt da und natürlich auch noch die Software zu installieren und ähnliches, aber das zeige ich dir gleich in den nachfolgenden Schritten nochmal. Zusätzlich auch nochmal, um das Ganze natürlich irgendwie mit Strom zu betreiben, brauchen wir nochmal ein 5-Volt-Netzteil. All dies habe ich in einen kleinen Hutschienengehäuse mit eingebaut, das habe ich dir jetzt auch nochmal kurz mit eingeblendet, sodass du auch weißt, wie halt bei mir der Aufbau ist. An dem E-Bus-Koppler dort befinden sich dann auch nochmal zwei Drähte oder zwei Klemmen für einen Draht und das ist halt der Bus, mit dem dann halt der E-Bus-Koppler mit der eigentlichen Heizungsanlage dann verbunden ist. Den Raspberry Pi selber, den habe ich soweit auch schon vorbereitet. Das heißt, ich habe dort das Raspberry Betriebssystem installiert, SSH-Zugriff habe ich ebenso, aber diese Sachen habe ich schon öfter hier auf dem Kanal gezeigt. Als Tipp von mir, nimm doch den Raspberry Pi Imager. Wenn du das alles nicht weißt, wie das funktioniert, schau am besten auf verdrahtet.info, denn dort im Artikel habe ich diese Schritte nochmal gezeigt und auch erklärt, sodass du dort sehr schnell nachlesen kannst, wie das Ganze dort funktioniert. Darum machen wir jetzt auch direkt weiter hier an dieser Stelle und schauen uns dort den E-Bus-Koppler an, das heißt, wie man den überhaupt installiert mit dem Raspberry Pi und da geht es jetzt erstmal los. Ich bin hier jetzt also auch schon auf meinem Raspberry Pi über SSH verbunden und das erste, was wir jetzt machen müssen, um die Installation halt durchführen zu können, ist halt, dass ich mir jetzt erstmal Root-Rechte gebe. Dann haben wir es gleich ein bisschen einfacher mit der Eingabe, also sudo -s und nun haben wir halt Root-Rechte und sind als Root auch eingeloggt und können alle weiteren Schritte hier durchführen. Alle Schritte stehen nämlich auch hier auf der Seite von dem John 30 auf GitHub, denn dort hat er großartige Arbeit geleistet. Also wer halt irgendwie E-Bus mal eingibt, stolpert definitiv auch über seine Seite hier. Und hier unter E-Bus Debian, da findet man auch alle möglichen Installationsschritte, die wir jetzt ja auch gemeinsam hier durchgehen. Das erste, was ich hier mache, ist, dass ich den GPG-Key eintrage, sodass das Betriebssystem auch halt akzeptiert, dass wir eine neue Source, also eine neue Quelle für Dateien halt mit hinzufügen. Und diesen Key, den installieren wir jetzt als erstes und füge ihn jetzt hier einfach mal wieder mit ein. Kriegen das Ganze hier nochmal bestätigt und jetzt ist diese halt mit hier drin eingetragen. Als nächstes müssen wir einen Link hinzufügen zu der Sources.list, damit auch das System weiß, wo überhaupt ja die Installationsdateien sich befinden für unseren E-Bus-Decontroller. Und das machen wir einfach, indem wir hier uns diesen Link hier kopieren. Und zwar einfach ja in die Zwischenablage wie immer und kopiere mir den oder paste ihn jetzt hier so weit rein, dass wir den auch hier in unserem Terminal mit drin haben. Aber eine Sache müssen wir noch anpassen und zwar steht hier ja dieses Dist für Distribution und dafür müssen wir da nochmal genauer sagen, welche Distribution wir überhaupt hier installiert haben. Ich habe jetzt das allerneueste Raspbian bei mir drauf installiert, also ist bei mir halt Buster und entsprechend tausche ich das hier halt aus und trage hier Buster ein. Danach einfach nochmal auf Enter drücken.
Möchtest du allerdings das Ganze halt irgendwie mit MQTT-Support haben, dann müsstest du halt diesen Link dir einfach kopieren, auch hier wieder die Distribution austauschen und kannst dann halt einfach auch dieses mit dem MQTT-Support installieren. Da ich das Ganze allerdings bei mir halt so installieren möchte, dass ich auch den EBUSD-Controller oder Adapter halt brauche oder nutze im IO-Broker, darum richte ich das bei mir halt ohne ein. Das ist jedem halt selber überlassen. Dann apt-get update nochmal ausführen. Jetzt sieht man hier auch schon, dass wir hier unseren EBUSD-Webseite halt mit drin haben, wo auch diese Installationsdateien dann ja gefunden werden können. Und jetzt hier zuletzt einfach nur noch EBUSD halt installieren. Also apt-get install EBUSD und dann installiert er das Ganze halt hier auch auf dem System. Also relativ einfach von der Installation her. Die paar Befehle, die wirst du sicherlich auch selber eintragen können. Das ist kein Problem. Nun müssen wir allerdings das Ganze auch nochmal halt ja, konfigurieren natürlich. Und entsprechend geben wir jetzt hier einfach nochmal ein Nano und dann steht die Adresse hier auch schon etc default ebusd. Und jetzt können wir hier das Ganze halt mit in der Konfiguration nochmal abändern. Hier habe ich bereits die Konfiguration schon etwas angepasst. Das heißt, mit Hilfe von viel googeln, bin ich ganz ehrlich. Und natürlich aber auch der Wiki-Seite hier habe ich dann halt die Konfiguration erstellt. Wichtig hierbei sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen halt, dass das nochmal komplett gescannt wird. Das heißt, das System selber scannt halt, welche Daten auf dem EBUS halt empfangen werden und gleicht diese dann online ab. Das ist darum entsprechend wichtig, dass halt der Raspberry auch irgendwie Internetzugang hat, damit er das online abgleichen kann. Natürlich kannst du auch die Dateien offline halt abspeichern. Das steht alles in der Wiki sehr gut beschrieben, wie du diese Daten halt offline die Konfigurationsdaten laden kannst, um dann halt hier auch die Konfiguration nochmal anzupassen. Dann halt das Device selber, das heißt, wo ist es überhaupt angeschlossen? Ich habe es ja halt per USB angeschlossen, mein EBUSD-Controller. Entsprechend steht es hier auch mit drin. Der Port ist ebenfalls hier mit eingetragen und halt hier der HTTP-Port. HTTP-Port dafür, weil ja die Software jetzt alles auf einer HTTP-Seite darstellt und mir halt zur Verfügung stellt, sodass ich über den IO-Broker diese Daten dann auch lesen kann. Dann gibt es hier noch einen HTML-Path und da wird halt einfach die HTML-Seite geschrieben, sodass ich dann halt die über einen Webbrowser einfach lesen kann. Also eigentlich alles recht simpel, habe nur ein bisschen natürlich auch gebraucht, diese Konfiguration halt da irgendwie zu finden und zu lesen für mich. Dann kann ich das Ganze hier nochmal abspeichern. Haben wir das Ganze dann gespeichert, dann können wir unseren Dienst auch einfach starten, indem wir hier halt eingeben Service EBUSD und dann Start und dann wird halt der Service dann selber gestartet. So, sollte dann bei dir alles geklappt haben, dann kannst du diese Daten halt abrufen über einen ganz normalen Webbrowser. Und das ist recht simpel an der Stelle, denn du gibst einfach nur die IP-Adresse hier ein, gefolgt von dem Port, den wir auch in der Config-Datei halt mit angegeben haben. Dort haben wir gesagt HTTP-Port und diesen Port findet man jetzt hier wieder, /data. Und dann findest du halt hier in der JSON-Tabelle alle Daten, die deine Heizung halt ausspuckt. Und das finde ich schon sehr praktisch, dass man so einfach schon mal gucken kann und kontrollieren kann, okay, funktioniert das Ganze oder funktioniert es nicht, bevor ich halt irgendwie den IO-Broker an der Stelle einbinde. Und ja, hier sehen wir halt die ganzen Daten. Vieles ist halt nicht so ganz schlüssig, was halt was ist. Und um das halt irgendwie rauszufinden, welcher Wert jetzt was widerspiegelt in der Heizung, habe ich es einfach so gemacht und habe es verglichen. Das heißt, wenn ich halt hier irgendwo einen Temperaturwert finde, wo ich denke, oh, das könnte wohl ein Temperaturwert sein. Ich scrolle jetzt mal schnell runter, ob ich da schnell einen finde. Hier zum Beispiel die 34,81. Dann bin ich halt zur Heizung halt hingelaufen und habe halt gesagt, okay, wo finde ich denn halt jetzt zum Beispiel diese 34 bzw. 35 Grad im Menü. Das kann man dort immer bei mir zumindest halt sehen, welcher Wert halt was ist und das halt entsprechend dann mir gemerkt und nachher auch umgesetzt, zum Beispiel in Grafana, um dort halt einen Alias dafür zu vergeben. Sollte dies bei dir nicht geklappt haben, dann habe ich nochmal zwei Tipps für dich. Zum einen hat es bei mir sehr oft geholfen, indem ich die Heizung einmal komplett neu gestartet habe. Das heißt, da einfach die Sicherung raus, wieder rein, sodass der BIOS halt selber nochmal resettet wird und halt dann die Daten halt liefert. Hat bei mir geklappt. Ich weiß, ist nicht der eleganteste Weg überhaupt, aber so hat es bei mir wenigstens funktioniert und entsprechend möchte ich natürlich diesen Tipp auch weitergeben an dich. Und der zweite Tipp, dafür springen wir nochmal wieder zurück in die Konsole. Und zwar hast du auch die Möglichkeit, halt deinen BUS zu scannen. Und das machen wir hier mit diesem Befehl. Findest du auch auf verdrahtet.info.
Und wenn wir den halt scannen, dann muss das Ganze wie folgt aussehen, dass wir hier halt auch öfter mal AA bekommen einfach, beziehungsweise halt hin und wieder auch diese Zahlen einfach. Und so muss das Ganze aussehen, wenn es bei dir nicht so aussieht. Schau mal bei dir an dem Adapter selber für den E-Boost-Controller, denn an diesem kleinen grünen Kasten hast du halt auch die Möglichkeit, mit dem Potentiometer halt das Ganze nochmal einzustellen. Und wenn das Ganze nicht so aussieht wie hier, musst du ganz langsam immer Schritt für Schritt an diesem Poti halt drehen, sodass dann halt dieser optimal mit eingestellt ist. Dann sollte das Ganze dann auch bei dir halt funktionieren, sodass du dann halt entsprechend dann diese Daten auch mit angezeigt bekommst und loggen kannst. Die Daten werden jetzt ja schon mal von dem Raspberry Pi empfangen. Das heißt, der kann alle möglichen Daten von der Heizungsanlage auslesen und diese halt auch darstellen. Das haben wir gerade eben auch gemacht. Aber wie bekommen wir jetzt diese Daten in den I.O. Broker und damit dann natürlich auch in die InfluxDB Datenbank, damit wir diese halt auch speichern können? Und genau diese Schritte, das machen wir jetzt hier als nächstes zusammen im I.O. Broker. Hier im I.O. Broker ist die Konfiguration dann relativ simpel. Das Schwierigste läuft ja eigentlich auch schon, oder das Komplizierteste. Als erstes springe ich hier auf der linken Seite auf den Punkt Adapter und kann hier einfach nach dem E-Bus Adapter suchen. Ja, dann finden wir diesen nämlich hier. Ich klicke hier auf diese drei Punkte und füge dann eine weitere Instanz hinzu. Die läuft bei mir nämlich schon und hier unter Instanzen finde ich diese dann natürlich auch. Und ja, viel ist dort eigentlich nicht zu konfigurieren, denn ich muss eigentlich nur eine IP-Adresse eingeben, worauf halt dann der E-Bus-Adapter hier drauf zugreift. Also eigentlich wirklich sehr, sehr wenig, was wir hier an Konfiguration haben. Zusätzlich kann ich hier unter dem Tab EBUSD dann auch nochmal sagen, welchen HTTP-Port wir halt nutzen wollen. Den haben wir auch in der Konfiguration halt festgelegt und das war es eigentlich auch schon. Höchstens nochmal, wie oft denn überhaupt diese Daten jetzt abgefragt werden sollen. Bei mir ist es einmal die Minute. Danach speichern wir das Ganze und schließen das und dann finden wir halt hier unter den Objekten auch unseren Objektbaum, worauf wir dann halt, ja, wo wir dann alle möglichen Daten finden zum E-Bus. Das heißt, hier finde ich dann alle möglichen Daten halt, die ich dann natürlich dann auch wieder loggen kann und das habe ich auch schon eingestellt. Setze hier also einfach mal kurz meinen Filter, dann sieht man auch, welche Daten ich jetzt zum Beispiel logge, zum Beispiel hier Actual Environment, denn dieser Wert sagt mir, wie viel Energie überhaupt jetzt gerade über die Wärmepumpe halt abgerufen wird und den logge ich, indem ich dann hier einfach auf dieses Zahnrad geklickt habe und dann das Ganze halt hier aktiviert habe für meinen InfluxD-Adapter. Das heißt, diese Daten werden jetzt alle in die Datenbank gespeichert und ja, ein Jahr speichere ich diese. Ich weiß gar nicht, ob ich die so lange brauche, aber dann habe ich diese halt. Ja, und entsprechend ist dann halt der Part für den I.O. Broker jetzt auch schon mal abgeschlossen und dann kannst du anfangen, diese Daten zu sammeln, sodass du nach und nach deine eigene Graphen halt auch mit darstellen kannst. Aber das machen wir gleich nochmal zusammen. Alle Daten haben wir jetzt über den E-Bus-Koppler, dann zum Raspberry Pi und dann zum I.O. Broker hergeschickt. Das heißt, wir haben alle Daten da und jetzt solltest du auch damit beginnen, erstmal ein paar Daten zu sammeln und zu speichern in deiner Datenbank. Natürlich kannst du diese Daten halt nicht nur irgendwie in der Datenbank abspeichern, sondern diese auch verwenden, um halt zum Beispiel dir irgendwie eine Meldung schicken zu lassen, wenn halt irgendwie ein Fehler auftritt. Oder du kannst diese natürlich auch in der Visualisierung mit darstellen, um dort halt einen Vorlauf und einen Rücklauf einfach visuell auch darstellen zu können. Aber was wir ja gemacht haben, was wir möchten, ist, dass wir diese Daten schön in der Grafik einfach visuell darstellen können, sodass wir daraufhin auch ein paar Schlüsse ziehen können. Wann macht es irgendwie Sinn, die Heizung ein bisschen zu optimieren, Ablauftemperaturen nochmal einzustellen und ähnliches. Aber genau das schauen wir uns jetzt hier nochmal gemeinsam an. Das heißt, wir werten diese Daten jetzt endlich auch im Grafana-System aus. Die Daten sind jetzt alle einige Tage halt hier in der Datenbank gesichert worden. Kann man ja auch hier sehen anhand der Verlaufsdaten, dass man da halt mehrere Daten jetzt hat, die wir uns jetzt natürlich auch alle nochmal anschauen können. Und das machen wir natürlich in Grafana, weil da können wir halt sehr, sehr fein verschiedenste Daten miteinander vergleichen und so halt unsere Auswertung damit fahren. Ich springe jetzt darum rüber zu Grafana und hier erstellen wir uns als allererstes mal schnell ein neues Dashboard, was wir halt nutzen können, um halt diese Dinge einfach mal auszuprobieren und bin jetzt hier im neuen Dashboard und erstelle mir jetzt erstmal ein neues Panel. Wenn du mehr wissen möchtest über Grafana, wie du halt solche Daten perfekt auswerten kannst, da empfehle ich dir natürlich auch meinen Grafana-Kurs, den gibt es auf meiner Seite www.verdrahtet.info.
Hier erstellen wir uns jetzt also ein neues Panel und können dann hier unten erstmal die ganzen Daten halt auswählen. Das heißt hier, ich wähle mir Select Measurement, dann sieht man hier schon, dass wir die E-Bus-Daten halt haben und dieses Actual Empowerment Power Percentage, das weiß ich gerade noch zufällig auswendig, das ist nämlich die Leistung, die halt die Heizung halt soweit erbringt. Das ist eine Wärmepumpe, die wir haben und entsprechend kann man hier sehr schön sehen, wie halt dort die Wärmeleistung halt ist. Darum nenne ich das Ganze hier auch beim Alias einmal Wärmeleistung und kann mir jetzt hier nochmal auswählen, dass ich immer den letzten Datenpunkt halt mit dargestellt haben möchte und fülle den natürlich nicht mit einem Null, sondern halt mit dem letzten Datenwert, sodass wir dann hier entsprechend dieses auch dargestellt bekommen. Letzten 6 Stunden nehme ich nicht, sondern ich nehme mal die letzten 7 Tage und hier sieht man auch schon, das siehst du gleich auch nochmal, hier ist ein längerer Gap drin, wo ich keine Daten habe. Dazu kommen wir aber am Ende des Videos nochmal, was da passiert ist und so weiter. Das erkläre ich da nochmal. Wir haben hier also erstmal die Wärmeleistung, die hiermit dargestellt wird. Was ich aber auch haben möchte, ist, ich möchte meine Vorlauftemperatur. Die hätte ich jetzt auch gerne nochmal drin. Darum erstelle ich mir jetzt hier unten noch eine weitere Query. Diese habe ich bereits vorher mir schon mal angeguckt im I.O. Broker, wie dort die Werte sind. Und darum weiß ich, dass das Ganze halt mit Flow Temp halt abgespeichert ist. Darum suche ich da jetzt einfach mal schnell nach. Hier haben wir es auch schon, Flow Temp, und dort sieht man halt auch die Vorlauftemperatur. Auch hier wähle ich wieder meinen letzten Datenpunkt aus und fülle das Ganze dann wieder mit dem letzten Datenpunkt, sodass wir dann hier auch schon ein bisschen mehr Daten halt sehen. Wir können halt immer genau sehen, okay, wie ist denn die Wärmeleistung und halt auch die Vorlauftemperatur. Auch das trage ich hier beim Alias nochmal ein. Auch die Speichertemperatur hätte ich gerne nochmal. Darum kopiere ich mir jetzt einfach schnell diese Query und wähle mir dann einfach noch schnell halt die Speichertemperatur aus und auch hier den Alias nochmal bestimmen. Die Speichertemperatur muss ich aber auch sagen, die logge ich noch gar nicht so lange. Die habe ich erst später mit dazu genommen. Das heißt, man sieht es ja auch, das kommt erst später mit dazu, aber das ist ja soweit erstmal kein Problem, denn diese Daten haben wir jetzt ja auch schon mal vorliegen. Habe ich die Daten soweit drin, klicke ich oben auf Apply und schon sehen wir jetzt hier unsere ersten Graphen, der uns ja die ganzen Heizungswerte halt mit anzeigt. Auch kann ich natürlich hier das Ganze nochmal benennen. Das heißt, ich klicke hier nochmal und sage E-Bus-Daten und dann habe ich das hier auch als Überschrift schon mal mit drin. Möchte jetzt allerdings das Ganze auch nochmal vergleichen, denn ich möchte hinzuziehen meine Außentemperatur und meine Windgeschwindigkeit, die wir an dem Tag zu diesem Zeitpunkt hatten, weil ich einfach wissen möchte, ob das irgendwie Einfluss darauf hat, wie oft die Heizung läuft. Natürlich gibt es da ganz viele verschiedene Faktoren, wie ob jemand zu Hause war, Vorlauftemperatur, ob irgendwo Fenster offen waren und ähnliches. All diese Daten kannst du dir reinziehen in Grafana. Ich hier für dieses Video möchte nur noch mal kurz die Temperaturdaten von außen haben, um daraufhin Rückschlüsse zu ziehen, ob halt die Heizung irgendwie weniger lief oder mehr, einfach für diesen Zeitraum. Dafür gehe ich jetzt hier oben und klicke noch auf neues Panel und wähle mir auf die gleiche Art und Weise jetzt noch mal halt meine Temperatur und meine Windgeschwindigkeit. Habe ich jetzt die Daten hier mit drin, das heißt, ich habe hier meine Wetterdaten und die Daten von meinem E-Bus, die ich gelesen habe, so kann ich einfach relativ schnell sehen, okay, wenn ich eine höhere Windgeschwindigkeit habe, dann geht auch die Heizung öfter an, das allerdings tagsüber und entsprechend sieht man hier ja auch, dass die Temperaturen höher sind. Gehen die Temperaturen jetzt weiter runter, dann sieht man auch, dass das halt starke Einwirkungen hat auf die Heizung selber, das heißt dort springt diese öfter an. Und hier können wir dann halt Rückschlüsse ziehen, okay, was bringt es denn zum Beispiel, wenn ich nachts einfach die Abfalltemperatur in der Heizung ein bisschen runterdrehe, um dann halt diese Daten einfach nochmal wieder zu vergleichen, um daraufhin natürlich auch irgendwo im Haus ein bisschen Energie zu sparen. Eine andere Möglichkeit ist einfach noch, dort einen Wert mit dazu zu nehmen, wenn der Kamin halt an war. Auch das können wir mit loggen, wenn dort in der Nähe zum Beispiel ein Temperatursensor ist. Inwiefern hat der den Einfluss dann auf die Heizung selber? Um so halt wirklich sehen zu können, wann spare ich Energie und wann bringt es vielleicht auch gar nichts, irgendwie Energie durch einen Kamin oder ähnliches hinzuzufügen. Also sehr spannend, das Ganze sehr detailliert hier auswerten zu können, indem man einfach diese Daten sammelt und nachher auch auswertet, denn nur sammeln bringt natürlich an der Stelle gar nichts. Wir haben es jetzt also geschafft. Wir haben alle möglichen Daten im I.O. Broker, in der InfluxDB-Datenbank, wo wir diese auch historisch speichern können und natürlich auch im Grafana-System, um halt diese Daten auch irgendwie auswerten zu können, damit wir daraufhin auch Rückschlüsse ziehen können, wo können wir denn überhaupt noch Energie sparen und natürlich auch ein bisschen Geld.
Anfangs hatte ich ja schon gesagt, dass ich halt den E-Bus-Adapter von der Firma Esara halt ausgewählt habe, da man hier überhaupt nichts löten muss. Und, bin ich ganz ehrlich, der war halt auch sofort verfügbar. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Und zwar gibt es über die Community dort auch ein tolles Projekt, die halt so einen Adapter selber zusammenlötet. Und ich muss jetzt sagen, im Nachhinein, ich glaube, das ist auch der bessere. Ich habe sehr viel gelesen und recherchiert für dieses Projekt hier und habe daraufhin auch gesehen, dass dieser Esara-Adapter öfter Probleme hat. Und das kann ich sogar auch bestätigen. Das heißt, es ist öfter so, dass ich irgendwie die Heizung selber komplett neu starten muss, dass diese Daten mit sauber übergeben werden, aber auch halt den Adapter oder den Raspberry Pi selber, auch die muss ich öfter neu starten, sodass ich diese Daten auslesen kann. Über kurz oder lang werde ich mir also auch nochmal an dieser Stelle einen anderen Adapter kaufen, den halt mit einbinden und hoffe oder gehe eigentlich sogar stark davon aus, dass diese Daten dann auch sauberer und zuverlässiger gelesen werden können. Die Links, die findest du wie immer auch auf meiner Webseite verdrahtet.info. Dort ist im Artikel, sind diese Links nochmal hinterlegt, auch wo du diesen anderen Adapter dort nochmal bestellen kannst. Wie immer freue ich mich natürlich am Ende des Videos über einen Daumen hoch von dir. Ebenso ein Abo des Kanals, falls noch nicht geschehen. Und ich denke, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.